Wir befinden uns hier in der Mensa des Ackerfülls. Wir verpflegen täglich mehr als 5000 Personen hier vor Ort, aber wir kochen auch für ca. 12.000 Menschen täglich hier in der großen Mensa. Wir sind eine EU-zertifizierte Mensa und dieser Zusammenhang bei der Zertifizierung war erforderlich, eine neue Hilfsmittel zu entwickeln für die Kollegen, die die Lebensmittel transportieren. Angesichts dessen, was wir an Lebensmitteln Tag für Tag verbrauchen, ist es natürlich schon interessant, diese Kisten einzusetzen, weil es gibt ja eine HACCP-Richtlinie und die Idee war es einfach, keine Rollis, die von Lieferanten kommen, in unsere Produktion reinzubringen. Wir bekommen von verschiedenen Lieferanten täglich so ein paar Tonnen Ware, frische Ware, Fleischware und Trocken. Das muss alles hier umgepackt werden in solche grüne Kisten. Und da sind in Metallwagen drauf. Aus hygienischen Gründen darf kein Kartonal nach oben gehen. Wir bekommen morgens unsere Lieferung in Eurokisten geliefert. Dafür brauchen wir Transportmöglichkeiten, die ergonomisch und effizient sind und für die Mitarbeiter auch gut zu handeln sind, damit wir 5000 Gäste jeden Tag glücklich machen können. Wir verarbeiten ca. 800 Kilo Salate. Wenn ich jetzt ein bisschen in den Bereich Aktionstheke gehe, wir machen ca. 1000 Essen in der Aktionstheke. Die Nudeln alleine, wir machen täglich ca. 2000 Nudelportionen. Und Sie können sich vorstellen, was für Ware wir von unten nach oben bewegen müssen. Jeder Weg von unten nach oben, den ihr macht, ist es eine zusätzliche Belastung. Und da wollten wir die Belastung so minimal wie möglich halten. Und in Zusammenarbeit mit einem Partner in der Industrie haben wir eine sehr gute Lösung dafür gefunden. Hier in der Spülküche benutzen wir die Eurokisten hauptsächlich für die Sortierung des Besteckes. Das Besteck kommt aus den beiden Maschinen, wird zu den Damen gebracht, die sortieren das in die Eurokisten rein. Von dort aus kommt es auf transportable Wagen. Und wie Sie sehen hier, wir haben eine tolle Mensa. Herzlich willkommen, guten Appetit.